Oh yeah. Genomoria. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es schon wieder 2, 3 Tage her ist, dass ich die erste Session aufgenommen habe. Weshalb hier natürlich ich wieder keine Ahnung mehr habe, wo wir stehen geblieben sind. Also ich denke, eine Sache wird sein, weitere Rüstung herstellen. Bin mir relativ ziemlich sicher. Aber ansonsten, wir haben doch irgendjemanden verloren, oder? Ja, leider. Tilbubleo, was warst du denn? Du bist ein Miner gewesen. Okay. Da, direkt das erste. Ja. Oh, bald ist der Sommer vorbei. Fällt mir gerade mal auf. Will ich die Great Hall noch erweitern? Vielleicht kommen dann mehr Gnome. Weiß ich gerade nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was jetzt? Irgendwie. Irgendwas läuft da gar nicht. So, als allererstes schon mal ein Golem. Und der Lizard. Ach da! Da ist der Lizard. Gesehen. Ja. Unser Hauptproblem ist dann eher der Golem. Jetzt muss ich mal gucken. Ihr greift doch bestimmt den schon an, oder? Ja. Okay. Ich hoffe, ihr pennt nicht mehr. Pennt ihr noch? Oh mein Gott. Oh, hört doch mal endlich auf zu pennen, Mann. Wo war jetzt der Dirt Golem? Okay, irgendeiner flüchtet. Ah, da. Okay. Mein Gnomen verschwindet immer wieder. Okay. Ah, da habe ich noch einen zweiten. Sehr schön. Na komm, haut ihn weg da. Kann ja nicht so schwer sein. Ah, der Dirt Golem has died. Das lese ich doch sehr gerne. Dann ist unser Friedhof gleich nochmal ein Stückchen voller. Ja. Hier verstehe ich immer noch nicht, warum in dem Cotton Bag nichts reinkommt. Und dabei wird es eigentlich in Cotton Bags gespeichert. Ich versuche es nochmal, indem ich sage Bag dort. Und mache außerdem noch ein Dekonstrukt auf die beiden. Da gehört es nämlich nicht rein. Aber hier ist doch immer noch ein Helm fertig. Irgendjemand hat doch nichts. Irgendjemand muss doch hier noch ein Lack of Helm haben. Ich will nicht gerade, wir haben. Mal muss ich nachgucken. Omad Fakur Key. Key ist letzter, das denke ich. Ich denke einfach mal, Key wird nichts haben. Gucken wir mal nach. Equipment. Hat Beinschutz an. Wow. Aber da liegt immer noch ein Helm. Also hol dir endlich deinen Helm ab. Da wird wieder irgendwas aus Kupfer hergestellt. So, so. Das wollte ich eigentlich gerade machen. Genau. So, hier mein. Oh, nein. Das hier wird jetzt mal die Nummer 2. So, und das hier ist die 3. Ich habe doch bestimmt keine Kohle, oder? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Kohle. Nö, dachte ich mir. Aber auch gut, dass es hier keinen interessiert, dass man Kohle herstellen muss. Ist wieder irgendwie so typisch. Ich weiß auch nicht. Wäre natürlich mal geil, wenn auch noch ein Merchant kommt bald. Dann könnte ich auch mal meine Vorräte von Yaks und vielleicht sogar Emus aufstocken. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob da auch welche kommen, aber es könnte sein. Ja. Was ich mir vermeintlich machen möchte, weil irgendwie scheint es ja nicht so ganz zu funktionieren. Oder ist das hier überhaupt Claybone? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ne, hier sieht gar nicht so aus. Egal, ich möchte ihn ersetzen und dann mal das Feld vielleicht noch ein bisschen erweitern, weil hier passen nun mal einfach nur 6 Tiere hin. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Außerdem können wir das Feld da mal ein bisschen schöner machen, ein bisschen umförmiger, dann sieht er nicht so blöde aus. Ich finde auf jeden Fall, dass es dann schöner ist. Vielleicht andere nicht, aber das ist mir dann eigentlich auch ziemlich wurscht.
Na, stellst du jetzt da den Berg? Ja, sieht so aus. Außerdem, da wir jetzt auch eine Menge Stroh haben, können wir auch Betten vielleicht bald mal herstellen. Also so richtig, richtige Betten. Was natürlich auch richtig geil wäre. Gibt es eigentlich hier den Lizard noch? Warte mal eben. Military Enemies. Nein, der Lizard hat sich schon wieder verkrümelisiert. Okay. Dann soll mir das recht sein. Habe ich kein Problem mit. Was jetzt schon wieder? Ein Goblin. Wo? Warum pennst du überhaupt da draußen? Damn. Hast du kein Schlafgemach? Oder wie sieht das aus? Doch, hast du doch. Auch mit Bett. Auf jeden Fall sogar mit Bett. Was ist denn das von Damn? Ah, da. Warum pennst du da draußen? Verstehen. Ja. Wo bleibt mein Militär? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Au. Ah, du hast deinen Helm abgeholt. Sehr schön. Ah. Na gut, das ging ja doch recht fix. Ach ja, wir müssen uns immer weiter hier um die Erze kümmern, sonst haben wir da bald nicht mehr so viel. Ja, man kann Erze echt schlecht voraussehen, wie ich finde. Also ich kann die jetzt nicht einfach hier so ein Riesengebiet abroden. Das bringt einfach nichts. Da kann man lieber warten. Immer bis sie das Gebiet soweit fertig haben und dann weitermachen. Das ist, finde ich, viel sinnvoller, als jetzt einfach zu sagen, oh, wie wird schon da langlaufen. Ja, meistens tut es nämlich genau nicht. Oh, was haben wir denn da? Das ist Silber, geil. Finde ich natürlich gut. Also man kann ein bisschen voraussehen, wo Erzadern langlaufen. Aber das kann sich auch sehr schnell ändern. Wie hier zum Beispiel. Da wird die Kupferader wohl irgendwie von der Silberader einmal geschnitten. Weil soll man so etwas wissen? Dann ist einfach nicht möglich. Ich gucke gerade mal, dass ich hier jetzt die Leute mal ein bisschen auf Trab halte. Ja, sieht gut aus hier oben. Irgendeiner ist da nicht gerade der Schnellste hier. Wer bist denn du? Warum brauchst du so lange? The sun has set. Ah, ist da oben Silber da schon zu Ende? Ah, so gerade eben nicht. Sah fast so aus. Ja, der eine da arbeitet echt Flottikator. Das ist natürlich geil. Jetzt habe ich hier wieder echt dick Erzvorkommen übrig. So, die Silber ist hier auf jeden Fall zu Ende. So viel schon mal klar. Na, der Miner haut wieder ab. Ach, jetzt habe ich auch noch was zu tun. Okay. Und der geht pennen. Was liegt da? Aha, Äxte. Gut. Oh, ein Kleigolem. Ja, dann auf ihn. Danke. Mac, du bist mit Sicherheit... Hau ab! Hau doch einfach ab! Ah, von unten wird gekämpft. Okay. Ja, ausgerechnet diejenige, die am wenigsten hat. Ah, und von oben auch. Sehr schön. Da ist der Golem tot. So möchte ich das sehen. Habe ich jetzt eigentlich noch Bandagen? Habt ihr da aufgestockt? Ja, sehr schön. Ich habe meine 20 Bandagen, wie ich sie haben wollte. Oh mein Gott, was ist da los? Die Leute hören auf mich. Ja, geil. Ich bin ja eine Autoritätsperson. Die Aussage, naja. Theoretisch halb richtig. ja, genau. Also ich werde jetzt erstmal hier noch sagen. Also ich werde sie jetzt irgendwie ein bisschen verschönern, damit das nicht mehr ganz so langweilig ist. Ah, da muss man immer drauf aufpassen, damit, dass man immer auf jeden Fall in das schon vorhandene Gebiet mit reingeht. Ja, sieht doch schon ein bisschen besser aus, oder? Ja.
So, jetzt passen hier auch schon 10 hin. 10 ist aber ziemlich blöd. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, Yaks vermehren sich am besten im Verhältnis von 1 zu 6. Also ist natürlich 10 jetzt eher unvorteilhaft. Also muss ich das noch ein klein wenig erweitern. Also so erweitern, dass noch 4 weitere hinpassen, um genau zu sein. Aber das werde ich hinkriegen, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich muss nur zwischendurch gucken, dass mir das jetzt nicht entfällt. Jetzt passen gerade mal 11 hin. Oh Mann, das wird noch ein bisschen größer. Habe ich so gehört. Dafür muss ich aber auch Feldtrees. Aber bitte die Apfelbäume wegstopfen. Danke. Die stören mich. Ja, genau den da bitte. Hauen weg. Oh, jetzt kommt noch ein anderer an. Hätte nicht der Erste da einfach hinlatschen können? Egal. Ist ja noch okay. So, 13. Ein noch. Also, noch. Das gibt es so weiter, dass noch eine weitere Person hinpasst. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Da nicht ganz so blöd aussieht. Ich glaube, ich höre weiter hier. Ja, 14. Sehr schön. Jetzt könnte ich halt genau 1 zu 6, also 7 pro... Ja. Ich möchte also 12 Females... falsch rum. 12 Females und nur 2 Males. Damit es hier nicht ganz so langweilig aussieht, werde ich auch noch... Railfans drum bauen. Natürlich aus Pein. Naja, man muss ja hier mal jeden einzeln abstecken. Nervig bei sowas ist, wenn man jetzt so aus drum zum Beispiel einen Zaun bauen möchte, wenn man das an Kanten auf dem Berg macht. Weil da muss man nämlich auf jeden Fall als erstes diese Eckpfeiler bauen lassen. Sonst bauen die zuerst, ja, ein weiter vorne, wenn ich zum Beispiel jetzt, hier könnte man, die werden also zuerst die beiden hier vorne bauen und dann in der Ecke kommen sie nicht mehr dran und lassen es liegen. Ja, hat man ja viel von. Oh, die Rüst, bist du jetzt, Moment, ja, ich habe keine Ahnung, wie das rüstungstechnisch aussieht. Ich brauche neue Gnome, sonst wird das nichts. Ich würde auch fast schon noch gerne noch ein bisschen erweitern. Boah, ich hoffe, das reicht für 3 Gnome. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht reicht. Und das wäre dann echt ärgerlich. Ich baue mal noch 2-3 Tables. Mache ich immer so 4er Tische raus. Und zwar... okay. Ja, jetzt ist die Frage, warte mal. Müssten ja ganz unten sein, wenn die sich eng. Ja. Ich glaube, das sieht jetzt erstmal nichts. Nein. Hätte doch den Tisch. Okay. Die Table werden gemacht. Ah, und die sind sogar ganz vorne in der Prioritätenliste. Das ist auch schön. So gefällt mir das ganz gut. Hier lagern sich mittlerweile die Golems. Mein Gnom ist auf magische Art und Weise verschwunden. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da mal einen hatte. Weil ich habe ja einen verloren. Aber gut. Weg ist weg. Habt ihr jetzt... Oh, das sieht doch gut aus. Oh, ja. Warum benutzt ihr diesen Sack? Aber den ich doch nicht, weil da noch Seeds drin sind. Das wäre total blöde. Wo wir gerade davon reden, könnte ich eigentlich hier vorne bei den Feldern dementsprechende... Mache ich da noch einen Platz zwischen? Damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja. Und zwar mache ich hier Seed Stockpiles.
dass halt da die Samen zu den passenden Feldern direkt beisammen liegen. Und nee, nicht alle Samen, sondern hier ist Strawberry. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, das ist Strawberry. Sehr schön. Ja, bei Weizen sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Wie mache ich denn das? Erstmal noch hier die Claire setzen. Außerdem sehe ich hier gerade, das passt so eh nicht. Muss ich also nochmal ein paar Bäume fällen. Oh, der könnte ein Problem sein. Moment, bevor ich euch in den Kampf schicke, schläft einer von euch Kämpfern. Die dümpeln da unten rum, größtenteils. Noch einer. Ja, sollte gehen. Außer der Bär. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor dem Bär, wenn ich ehrlich sein muss. Was hat er denn drauf? Gucken wir doch mal nach. Der Bär. Skills. Ist halt echt guter Fighter. Und kann gut dodgen. Oh, ich habe so die Befürchtung, dass ich an diesem Bär jetzt eine Person verliere. Wenn ich darauf schicke. Komm. Wäre schön, wenn ihr... Ah, oh, schön, die laufen so gut wie gemeinsam. Das ist Bomb. Oh, der haut ab vor mir. Du kannst mir nicht entrinnen. Oh, bitte, bitte keinen verlieren. Bitte keinen verlieren. Na, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, bitte nicht noch mehr. Dann habe ich ein ganz großes Problem. Oh, haut doch diesen Bär endlich um. Oh mein Gott. Ah, scheiße. Ah. Ich will nicht mehr... Oh, das... Oh, ne, komm schon. Ernsthaft? Pitz... Boah, du schippst doch auch noch, oder? Du blutest so hart. Ja. Oh, er hat sich bandagiert. Oh mein Gott. Ihr habt eine Aufgabe hier, Kollegen. Was ist denn, ne? Hier ist nämlich noch dieser Skeleton. Ah, scheiße. Ja. Unvorteilhaft. Sehr unvorteilhaft. Boah, du bist so mistig mit dem Schwert hier, damn. Darum möchte ich dich eigentlich nicht haben. Hier, Mac. Du bist noch einer. Und ansonsten, ja, was kannst du? Nichts. Boah, der Damn, ey, der wird eigentlich ziemlich gut, aber dann auch halt irgendwie wieder nicht. Das wird, ich nehme den mal, weil der gut fighten kann. Ja, da bin ich eigentlich selber schuld. Ich hätte auch einfach hoffen können, dass nichts passiert, aber jetzt ist es zu spät.